So. Neues Spiel starten? Nein. Fortsetzen, bitte. Bitte nicht von vorne. Also kann man auch machen. Dann wird es aber eine sehr lange Session heute. Sehr lang. Okay. Hole den Lastenaufzug. What? Warte mal, wo war das nochmal? Hier. Hol den Lastenaufzug nach oben. Wieso stehe ich denn hier draußen? Das finde ich jetzt aber unfair. Ich habe nämlich hier drin geendet, als ich ein bisschen in Deckung war, weil das Monster läuft doch noch hier rum. Das finde ich jetzt aber nicht so. Da hinten ist es. Sieht man nicht so gut. Ja, ich muss irgendwas mit dem Lastenaufzug machen. Das war doch, glaube ich, der Lastenaufzug. Ne? Das war nicht der Personenaufzug. Ich hoffe, ich kriege das noch hin mit den ganzen, mit der Mechanik. Es war ja nicht viel. Aber mal gucken. Okay. Er hat mich bemerkt. Aber er scheint irgendwie nicht zu kommen. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie ich zu dem Aufzug komme. Weil da wirkte jetzt nicht so, als wäre da ein Eingang. Kann ich da? Nee. Shit. Oh, shit. Also springen. Springen ist keine gute Idee. Das macht ihn sauer. Das lockt ihn auf jeden Fall dahin. Ja. Was ich mich schon gefragt habe, diese Viecher sehen irgendwie sehr eigenartig aus. Also ich weiß nicht, ob das wirklich alles real ist. Oder ob bei diesem Vorfall, was auch immer die angebohrt haben, da auf dieser Bohrinsel mit ihrem Bohrer, ob das irgendeine komische Gasblase oder irgendwie sowas nach oben geholt hat. Weil man sieht ja irgendwie immer, dass da so diese komischen Blubberblasen da in den Bildschirm kommen. Ob die vielleicht irgendwie eine Gasvergiftung oder irgendwie sowas haben und die halluzinieren das alles nur? Also ich weiß nicht so genau, was das sein soll, weil die Viecher sehen irgendwie sehr eigenartig aus. Okay, also hier kann ich auf jeden Fall hin, theoretisch. Aber ich komme hier nicht rein, oder? Nee. Kann ich hier durch? Nee. Muss ich da hoch? Oh, jetzt aber nicht. Jetzt ist er zu nah dran. Heust. Muss ich da vielleicht was wegziehen? Den Wagen wegziehen? Oh Mann, ich will raus da. Also es gibt hier immer diese gelben Markierungen, ne? Dass man bei den gelben Markierungen irgendwie hoch kann, was machen kann. Kann ich mit ihm noch mal quatschen? Nee. Okay, ich kann es auch nicht. Damit kann ich irgendwie auch nicht interagieren. Aber ich bin ja von hier gekommen. Das macht irgendwie alles keinen Sinn. Oh shit.
Hole den letzten Aufzug nach oben. Muss ich hier irgendwo drücken? Ich sehe halt auch nirgendwo einen Knopf. Hole ihn nach oben. Also... Okay. Also kann gut sein, dass ich erstmal irgendwo nach oben krabbeln muss, damit ich ihn dann nach oben hole. Wo ist er jetzt hier? Okay. Shit. Ich bin so ein bisschen stuck. Also ich muss ihn irgendwie nach da oben holen, oder wie? Hallo. Kann ich hier irgendwas machen? Ja, verdammte Scheiße. Ja, kannst du laut sagen. Ich habe halt irgendwie auch nicht so viel Zeit, hier rumzulaufen, bis er mich sieht. Ich weiß halt nicht, was hier vor mir rechts ist. Ob ich da noch lang kann? Nee, ich denke nicht. Ich denke nicht. Da vielleicht. Oh, hell. Gott sei Dank. Ich habe einen Weg gefunden. Hier geht's weiter. Cargo Hoist. Gefunden. So, drücken. Na, that's no way. Okay, hier ist irgendwas kaputt. Wieso auch nicht? Entweder ist es kaputt oder... Ja, that's not it. Ja, kann jetzt vieles heißen. Also irgendwas ist da anscheinend kaputt. Kann man hier was machen? Nee. Nah, that's no way. Ah, okay. Und jetzt? Kann ich das jetzt drücken? Ja, jetzt kann ich drücken. Okay. Und nun? Soll ich jetzt wieder zurück? Ich denke. Ich denke. Hä? Ah, warte. Hier vielleicht? Geschafft. Oh, scheiße. Oh nein. Begib dich zum Heliport. Ach Mann. Jetzt hat er mir geholfen und jetzt ist er tot. Aber das sind so Sachen, die kann man halt auch nicht verhindern. Das ist irgendwie echt ein bisschen schade. Weil das verläuft ja so linear, da kann ich irgendwie, soweit ich weiß, gar nichts dran ändern. Okay, da geht's nicht lang. Rivals? Ich kann hier nicht lang. Oh! Wo geht's hier lang? Okay, da geht's nicht lang.
Okay, soll ich da... da lang? Oh Gottes Willen. Um Gottes Willen. Da ist Heli. Kommen die wieder? Ich glaube, die haben irgendwie Probleme. Das sieht irgendwie nicht gut aus. Gut, dass ich da nicht drin war. Should've kept better than to let you two together. The two greatest minds of your generation united over a bucket. Nobel Prize committee will be warming up their checkbooks already. You seriously, seriously think if you leave the country, this will all just blow over? No one's gonna chase me out into the middle of the North Sea. My mum always said I'd married beneath me, Kaz, but I thought you were smarter than this. I'm fucking doing my best. No, no, you're not doing your best. What do you know about oil rings, you roaster? Good with the lecky. There is houses, cars, flats, maybe a shop, if you're feeling adventurous. Roy's put in a word. He said I'm up to the job. Oh, for God's sake. Roy's a cook. He's a chef. He's a cook. It's just for a few weeks. We'll just let it cool down a bit, and then I'll call Billy Chamberlain and have a word. Talk him into dropping the charges. If you run the police, I'll give you the jail for sure. When are you leaving? Tomorrow morning. You are shitting me, McCleary. It's the girls' school concert. I'm fucking Scunner, Suze. What do you want from me? I'm just saying this, Kaz. If you leave us, if you run, if you go, then we are done. Do you hear me? Huh. Oh, don't say that. I'm here. Suze. Fucking hell. I'm losing my mind. Now fucking what? Ja, das ist die große Frage. Geh wieder rein. Ja, toll. Ja, toll. Wieder reingehen. Okay. So. Dann gehen wir mal wieder rein. Los, wo geht's rein? Hallo, Hanna. Hast du dem Pedro einen Snack gegeben? Geht's hier lang? Geht's da runter? Nein, da geht's nicht runter. Schaust du mal bei mir vorbei? Schön, dass du da bist. Wie war dein Tag? Ich kämpfe ja gerade so ein bisschen ums Überleben. Bin schon ein paar Mal gestorben, weil ich nicht wusste, wohin. Okay, auf jeden Fall geht's hier lang. Dann klettern wir mal. Du snackst auch gerade Käsetoast. Also knusperst du auch so ein bisschen vor dich her? Knusper, knusper. Wo geht's lang? Also da brennt's. Kann ich hier oben rein? Kann ich hier rein? Oh. Oh, Telefon, Telefon, Telefon. Telefon! Hallo? Jesus, the fucking chopper, man. Aye, I saw it. Did you get to the lifeboats? Aye, they're busted. Fucking Kidal. Mechanisms are completely fucked, cheap bastards. Denny Flat, McCleary. Just listen, here's what I need you to do. I need you to get to the radio room and call the support ship. It's fucked, man. The fucking crane fell on it. Hello? Hello? Uh-oh. Shit.
Hey. It's Brody. Hey, I know who it is, you daft prick. Listen, that's the generator's failing. If they cut out, we'll be on emergency batteries, so the radios won't work. You're not listening. The radio room is gone. Christ, man, there's other radios, but only one set of Jennies. If they fail, you're going to need to head down there and manually restart them. I'm not going down there again. Fucking Gibble. Kaz, if the Lecky cuts out, you won't have a choice. You go and do it. No, Kaz, I'm busy. You need to get to the Jennies and stop them from short and got it. The Jennies. Jennies, right. Brody. Shite! Shite! Begib dich hinab, um die Generatoren zu reparieren. Was macht Brody denn? Er hat nicht gesagt, was er macht. Können wir das nicht zusammen machen? entspannt, hab zwischen 5 und 8 zwar wach gelegen, bin dann aber wieder eingepennt. Und sonst einmal Wäsche gemacht und endlich wieder Haare gewaschen, nachdem ich so lange Probleme mit den Ohren hatte. Oh ja, aua. Traute mich ewig nicht, Haare zu waschen. Ja, kann ich verstehen. Und man will ja auch nichts da irgendwie reinmachen oder so, ne? So Wattebausch oder sowas, damit da kein Wasser reinkommt. Weil das ist ja auch nur irgendwie Druck und aua. Was haben wir hier? No wonder Rennick was raging. Brief von der Polizeidirektion Strathclyde. Okay. Sehr geehrter Mr. Rennick, im Namen der Polizei von Glasgow untersuche ich einen Vorfall, der sich am Abend des 27. August 1975 im Wirtshaus The Duke in Dennistown, Glasgow abgespielt hat. Bei dem Vorfall handelt es sich um schwere Körperverletzung. Diesbezüglich möchte ich gern mit Mr. Cameron McLeary sprechen, der unseren Informationen zufolge aktuell unter ihrer Leitung auf der Ölbohrinsel Bayradi beschäftigt ist. Oder Bayradi. Es ist von größter Wichtigkeit, dass Sie uns dabei helfen, Mr. McLeary ausfindig zu machen und zurück zum Festland zu transportieren. Bitte nehmen Sie über die oben stehende Telefonnummer Kontakt zum GDD auf, sobald Sie dieser Brief erreicht. Falls Sie uns nicht behilflich sein können, wenden wir uns zu weiteren Rückfragen direkt an den Hauptsitz der Cadell Oil Limited. Wir freuen uns auf Ihre baldige Rückmeldung. Mit freundlichen Grüßen. Das ist aber ein netter, recht netter Polizeibrief. Martin O'Hagan, Chief Superintendent. Okay. Ja. Ja, aber wieso er uns hier in diesem Sauhaufen zurücklässt? Oh, fragt er jetzt, wo ich fucking bleibe, oder was? It's Kaz, who's this? It's Davros! Davros, okay. Oh, oh. Where is everyone? They're all gone. You've got to get back up here. Climb back up! I just got here. Do it again! Ah, shit! Davros, Davros, can you hear me? Hello? Ist ja irgendwie ganz cool, dass ich so lange hier drin geblieben bin, ne? Dann habe ich hier nochmal diesen Anruf bekommen. Ich glaube, wenn ich gleich rausgerannt wäre, dann hätte ich den jetzt nicht bekommen. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, genau. Und jetzt fühle ich mich wieder wie ein Mensch. Oh ja, das glaube ich. So mit schön frisch gewaschenen Haaren. Ja, das ist echt schön. Und es freut mich sehr, dass es dir wieder besser geht, Hannah. Das hat echt lang gedauert. Waren das jetzt 3 Wochen? Wo muss ich lang? Evacuation Route? Nein. 2 Wochen waren es. Okay. Kam mir irgendwie länger vor. Kam mir irgendwie länger vor. War hier eine Tür? Nee. Da brennt's. Aber konnte ich da nicht runter? Ich muss noch mal gucken. Habe ich das irgendwie übersehen gerade? Weil hier geht's nicht lang. Ah doch, hier geht's doch runter. Ich bin einfach nur ein bisschen dämlich. So. Hier kann ich rein. Zum Verwaltungsmodul. Ja, keine Ahnung, ob das der richtige Bereich ist, um zu den Generatoren zu kommen, aber das ist der einzige Weg, den ich gefunden habe.
Nehmen wir den. Und es sind immer noch Leute am Leben. Auf der Bohrinsel. Hallo? Anyone in here? Oh, schon wieder Telefon? Ja. Scooby. Christ, Cass. He's here. He's in the wall. Oh, oh, easy. What are you on about? Who's here? Under the admin module. He's... Under us. He's coming back. He's gonna kill me. He's gonna kill me. Fuck. Unter dem Verwaltungsding? Also unter dem, wo ich hier gerade drin bin? Was ist das für eine Tür? Ich bleib einfach hier drin. Okay, ich kann hier nichts machen. Kann ich den mitnehmen? Mitnehmen. Damit kann ich vielleicht auch irgendwie das Feuer noch löschen. Ja, war doch klar. Ich denke mit... Ah, kann ich auf dieser... kann ich auf dem Lageplan überhaupt was erkennen? Ich glaube nicht. Weil ich denke mal, ich muss hier drunter durchkrabbeln. Oh, er hat ihn weggeschmissen. Ich wollte ihn als Wurfgeschoss behalten. Na, dann halt nicht. Marine Control Drilling... Oh, okay. Oh cool, das wird auch übersetzt. Also Maschinendeck Administration... Ja, gibt nur die Möglichkeit. Runter. Aber wie weit runter? Okay. Oh. Warte mal, wo ging denn nochmal die Taschenlampe an? Ja. Ich würde mal sagen, hier geht's nicht lang, oder? Nee, hier geht's nicht lang. Benutzen, halten. Okay, schieben. Here is the shipping forecast for 0630 on Tuesday, December the 23rd, 1975. First, gale warnings. There are warnings of severe gales in Fair Isle, Hebrides, Bailey, Faroes, Viking. Eine Pflanze. There are warnings of gales in. What the fuck happened in here? The general synopsis at 0600. Depression North Atlantic from east and deep. Okay. Here is the shipping forecast. Na dann hopse ich mal hier drüber. Hallo? Hallo. Okay, da lang? General Office? Also hier ist, glaube ich, nichts. Ich muss hier lang. Weil da hole ich mir nur einen kurzen. What? Shit. Wo geht's lang? Muss ich... Hier geht's aber auch nicht lang. Und der Yoshi besteht zu 6% aus Käse. Das ist aber... Schaut mal. Can I open it? Da hat er gerade erst einen weggezogen. Jesus fucking Christ!
fuck. Benutzen. Scheiße. Ich steck hier fest. Okay. Durchatmen. Kann ich die auch wieder zumachen? Okay, ganz ruhig. Die Tür ist aber zu. Okay. Okay, ich habe ein Achievement bekommen, dass ich dem Typen entkommen bin, meinem früheren Chef. Finde einen anderen Weg zum Maschinendeck. Ja, schön. Danke. Ich versuch's. Oh, die sind einfach überall. Das ist halt irgendwie komplett ölig, ne? Also das ist so schlierig wie das Öl. Oh Mann, ey. Also das war jetzt echt... Oh, da ist der Helikopter. Das war jetzt echt anstrengend. Sorry, wenn das jetzt irgendwie ein bisschen sehr wackelig war. Da war so ein bisschen Panik. War so ein bisschen Panik-Mode. Ja. Ich glaube, Cars. Wir gingen nochmal schnell springen. Ich hoffe, Sie haben einen wundervollen Stream. Ja, Nara, ich bin so ein bisschen im Panikmodus. Bisschen im Panikmodus. Wie ging denn das nochmal mit dem Springen? Okay. Ja, aber wie denn? Weil ich kann ja nicht an den
Helikopter springen, oder? Also jedenfalls ist da keine gelbe Markierung. Und ich glaube, ich bin schon lebensmüde genug, oder? Also ich muss mich nicht an diese Seile, an diesen... Muss ich wirklich an den Helikopter springen? Und dann vom Helikopter auf das Ding da unten? Das macht doch keinen Sinn. Also weil da oben ist was Gelbes an der Tür. Aber das ist doch viel höher als diese Plattform hier. Naja, wenn ich jetzt nochmal in den Tod springe, dann weiß ich es wenigstens, oder? Ah, ich muss klettern. Okay. Also springen. Und greifen. Was hat er denn jetzt gemacht? Okay. Ah, da lang. Wo geht's jetzt lang? Okay, ich muss also darüber. Oh, meine Hände schwitzen so dermaßen. Halt dich. Oh, shit. Aber ich hab's hinbekommen. Taschenlampe. Okay, ich bin jetzt etwas sicherer. Glaube ich. Hoffe ich. Ja, nice. Gutes Timing. Hast du gut hingekriegt, Cass. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Okay, Game hat auf jeden Fall gespeichert. Das ist schon mal gut. Da geht's nicht lang. Das kann ich auch nicht bewegen. Wo geht's lang? Dazwischen? Nee. Okay, wo geht's lang? Muss ich das doch irgendwie schieben? Nee. Wo ist der weitere Weg? Muss ich hier irgendeinen Hebel betätigen? Nee. Da lang? Ah, da lang. Da lang. Und jetzt kann ich das hier ziehen. Okay. Ich habe das überhaupt nicht gesehen, dass ich da lang konnte. Okay. So. Fuck. What fuck? Hast du die Treppe nicht getroffen, oder was? Hallo? Bruce! We're trapped! The wolves coming in! Bruce! It's Kaz, where are you? Lost O'Connor! They hurt his leg! Bruce, tell me where you are!
Bruce, can you hear me? Deine Alternative ist off, Yoshi. Jesus Christ. Shit. Ich habe eine Alternative, ist übrigens off gerade. Ja. Müssen wir mal gucken, was wir dann nachher machen, ne? Dann werden wir erstmal hier runtergehen. Warte mal. Öffnen. Da klettern. Uff. Ja, mit Klettern hat das nicht so, ne? Da geht's nicht lang. Dann aufbrechen. Jesus. Ja, das ist dein geringstes Problem, Cass. Das ist dein geringstes Problem, glaub mir. Dieses Schloss zu knacken. Okay, den könnte ich auch nochmal wegziehen. Ja, weiß nicht, ob mir das was bringt. Also weiter kann nach hinten schieben, kann ich ihn nicht. Oder ich muss ihn halt runterschieben. Ich probiere erstmal, ob ich hier reinkomme. Wenn ich hier nicht reinkomme, weiß ich, dass ich auf jeden Fall da lang muss. Ja. So, dann schieben wir dich einfach mal drüber weg. Bye, bye. So, das hätten wir. Ja. Dann krabbeln wir jetzt mal in den Container. Und schnell wieder raus. Weil ich glaube, hier ist es nicht sicher. Kann ich die schließen? Ja, dann schließen wir die doch mal. Ich habe Bock, die zu schließen. Das jetzt eine gute Idee war, weiß ich nicht, aber Mann, es ist so dunkel. Caution, use handrail. Mann, ist das dunkel. Ich hoffe, das ist nicht zu dunkel für euch. Also es ist schon wirklich extremst dunkel. Aber für mich ist es auch dunkel. Ich sehe nicht wirklich mehr als ihr. Vielleicht ein ganz klein bisschen, aber wirklich minimalst. Minimalst. Ist das Wasser unter Strom? Da will ich irgendwie nicht lang. Ich nehme lieber die Treppe. Die Leiter. Okay. Da kann ich wahrscheinlich den Schalter umlegen. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee, dann nehmen wir jetzt erstmal den Strom da weg. Es ist ungewöhnlich ruhig. Weiß nicht, ob ich das so gut finde. Ich muss zuerst das Gasventil schließen. Wo ist denn das Gasventil? Es tut mir leid, Cass. Ich finde das Gasventil nicht. Ist das hier irgendwo? Ich sehe halt echt kaum was, ne? Ich weiß überhaupt nicht.
Hier sind halt so rote Leitungen. Das könnte das Gas, könnten die Gasleitungen sein. Aber ich habe halt gar keine Ahnung, wo das Ventil dazu sein soll. Ich kenne mich doch auf einer Bohrinsel nicht aus. Und hier ist nirgendwo Licht. Wahrscheinlich ist es auch gelb. Also ist ja mal alles ein bisschen gelb markiert, wenn das Dinge sind, mit denen ich interagieren kann. Also wenn ihr irgendwas spottet, helft mir bitte. Aber... also es ist halt echt schwierig zu sehen, ne? Ist ja auch Absicht. Mal gucken, wie lange Cars aushalten kann. Kannst du mal hoch? Danke. So. Wo ist das Gasventil? Engineering Generator Access. Da ist irgendwas. Aber kann man das drehen? Sie. Ah, hier. Nein! Ich habe. Okay, aber jetzt weiß ich wenigstens, wo es ist. Das ist doch auch schon mal viel wert. Behebe das Gasleck, was ich nicht alles zu erledigen habe, ne? Oh. Lampe ist aus. Ah, guck mal, jetzt muss ich den Strom auch wieder ausmachen. Wo war denn das nochmal? Da musste ich, glaube ich, die Treppe hoch, ne? Naja, ist halt Try and Error, ne? Kennen wir ja. Das war ja bei Brumble auch nicht anders. Aber ich habe das Gefühl, bei Brumble war es auf jeden Fall noch schlimmer, aber jetzt nicht schlimm. Also es war okay. Ich habe nur öfters mal den sterbenden Schwan gemacht. So. Wo ging es jetzt lang? Nee, da nicht lang. Hier lang. Mach ein bisschen schneller. So. Jetzt Gasleck. Hold on. That's gas. There must be a valve somewhere. Die schließen. Okay. Gut, weiter geht's. Weiter geht's. So, da ist Engineering Generator Access. Dann gucken wir doch mal, dass wir diesen Wagen da wegschieben können. Ich weiß nicht, ob das vom Platz her ausreicht, dass wir jetzt da reinschlüpfen können. Doch, reicht aus. Gut. Gut. Zum Maschinendeck. Hier. Wieder eine Ecke weiter geschafft. Eingang Maschinendeck. Okay, hinter mir ist die Tür zu. Cleary, Finley. Jesus, oh, hello. Am I glad to see you. Aye, you and all. Fucking Rennick nearly had me. He's changed. He's fucking vicious. Doesn't sound like he's changed much to me. Er war schon immer aggressiv. Brody, he sent me down here to restart the Jennies. The generators, aye. That's where I was headed. But the lights are on. Right, we're an emergency battery system, no? But it's not going to hold for long. The beer is taking a lot of damage, the infrastructure's compromised. That's just brilliant. So how do we get the Jennies working? Right, well, first thing, get in that cabin over there and reset the protective relay. That might kick the Jennies back on. Go on, see what happens. Ja. Ich finde den Dialekt echt knuffig. Also, da muss man echt schon gucken, was sagen die gerade eigentlich. Aber, ja. Protector Rally und die Jennies. Die Jennies!
Okay. Pump Control. Muss ich hier reinkriechen? Das ist auf jeden Fall gelb. Ich weiß nicht, wo... Oh. Oh, nee, da will ich nicht hin. Was ist hier so? Kann ich das mitnehmen? Ich kann es nehmen, das ist gut. Was auch immer das ist. Und ich kann mich hier auch verstecken, glaube ich, oder? Hm, vielleicht. Muss ich hier runter? Low press team. Wie groß ist Cars eigentlich? Da geht's nicht lang. Bin ich von hier gekommen? Ja, ich bin von hier gekommen. Ja, das war ja eine Nummer. Okay, also da geht's nicht lang. Da ist verblockt. Da geht's noch hoch. Mud Handling. Setze das Schutzrelais zurück. Wie sieht ein Schutzrelais aus? So, for starters. Also, das ist auf jeden Fall hier ein bisschen Elektrik. Hi, McCleary! Where are you going, eh? The protective relay in that cabin. Wo ist sie denn? Ich sehe gar nicht, wo sie... Also, sie hat mir jetzt auf jeden Fall einen Hinweis gegeben, dass ich nicht hier hin muss, aber wo muss ich denn hin? Warte. Wo muss ich hin? Hat sie das noch... Ich weiß halt nicht, wohin sie gedeutet hat. Das ist ja lustig. Ich komme hier gar nicht hin. Das ist gesperrt. Also das Spiel lässt mich da gar nicht hin. Ich kann die Tür nicht öffnen. Also wo muss ich jetzt lang, Leute? Oh, nicht rennen. Du musst nicht rennen. Muss ich hier reinkrabbeln? Nein. Ich glaube, das ist nur, um mich vielleicht zu verstecken oder so. Wo muss ich hin? Weil da drüben kam ich doch auch nicht weiter. Oder habe ich jetzt wieder irgendwas... Ach, muss ich hier durchkrabbeln? Ja. Das habe ich eben nicht gesehen. Krabbel, krabbel, krabbel. Greifen. Und einschalten. Ah, ja, Beauty. At least that works. I better tell Finley. Hoffentlich ist Finley noch am Leben. Also ich habe sie nicht schreien hören, aber... Man weiß hier nie. Kehre zu Finley zurück. Wo ist sie denn? Ach nee, da geht's nicht lang. Sie war doch hier irgendwo, ne? Da. Oh, I work like a charm. Shit. The generator must have tripped because of a fault somewhere. Aye, and the relay will just keep resetting until we fix it. We'll need to restart the generator manually. Right, where you go then? Oh, no. There's two jobs here, McCleary. The Jenny's in the fault. You deal with the Jenny's and I'll find the fault. What the fuck was that? I don't know, but the generator's all that way. Well, I'm no fucking going down there. Have you got a better plan? No?
Aye, well, I fucking didn't think you would have somehow. Fucking got on with it! Aye, where you go then? Immer ich. Ich bin hier der Arsch vom Dienst. Ich will die mitnehmen, was auch immer ich damit machen kann. Aber dann kann ich die Tür nicht öffnen, ne? Na, dann lasse ich es hier. Oh, shit. Das war werfen. Ist okay. So, erstmal Ruhe. Locked. Locked, alright. Oh, Heilige. Da unten ist aber eine Party. Da unten ist eine Party. Ja, und du? Ja, dann krabbel mal. Ich klinke mich mal aus, meine Verabredung wartet, also das Bett. Okay, also eine Alternative gibt's nicht, ne, für den Raid. Also bin ich auf mich allein gestellt. Aber vielen Dank, dass du da warst, Yoshi, und schlaf gut. Hab süße Träume. Aber wieso gehst du nur so früh ins Bett, wenn du Urlaub hast? So, als generelle Frage. Also ich bleib da meistens länger auf. Bin ich jetzt wieder zurückgegangen? Nee, warte, was haben wir denn hier noch so? Kann man das raufschrauben? Nee. Bin ich jetzt einfach wieder zurückgegangen? Oh, ich habe die Orientierung verloren. The fuck is that? Nee. Ich glaube, ich bin noch richtig. Oh Gott, wie soll ich denn da hinkommen? Also Pump Control und dann über den Kontrollraum. Weil andersrum kann ich irgendwie nicht, ne? Schien jedenfalls so. Ach, wegen dem Kopf. Hast du auch Kopfweh? Nicht nur Dingo, du auch Kopfweh. Mann, ist wieder Kopfschmerzwetter. Nee, dann ruh dich mal bitte aus, Yoshi. Vielen Dank, dass du da warst. Und ja, achte gut auf dich. Und wir hören und schreiben uns später. Na, mach's gut. So. Okay, weiter geht's. Ich weiß nicht, wo lang. Also laut der Karte. Wenn ich da stehe, dann muss ich jetzt erstmal geradeaus und dann rechts. Oder? Was meint ihr so? Da ist nochmal so ein Dingsi. Ich nehme alles mit, was ich vielleicht werfen kann. Oh, da ist auch wieder so Zeugs. Zeugs. Kann ich hier lang? Nee, anscheinend nicht. Kann ich hier drüber springen? Nee. Okay, also wieder zurück. Hier lang. Ich muss ja irgendwie nach hinten und dann nach rechts. Also gehe ich jetzt mal hier hoch.
So. Und dann würde ich jetzt hier die Treppe hochgehen. Vielleicht. Wieso ist hier das Licht angegangen? Sein Bewegungsmelder? Lass mal fallen. Kann ich die zumachen? Wenn ich jetzt noch einen Lageplan hätte, ne? Dass ich weiß, wo ich jetzt lang muss. Entweder die Treppe. Was ist hier so? Okay, wir nehmen die Treppe. Nehmen. Aber wenn ich die in der Hand habe, dann kann ich nicht klettern, oder? Das ist halt echt immer doof. Wieso liegen die Sachen hier rum, wenn ich dann damit nichts machen kann? In dem Moment. Vielleicht für später. Wenn man hier so ein bisschen Backtracking macht. Oh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Hey, Davidska. In irgendeiner Decke. Das hört sich nicht gut an. Lageplan. Wieso kann ich die nicht schließen? Okay. Dann machen wir das hier zu. Weil ich dachte, irgendwie, da kommt jetzt wieder eins von diesen Monstern. Aber war doch nur die Düse. Generator. Finde die Generatorstörung. Ja, ich glaube, ich weiß, was die Generatorstörung ist. Das hier. Ist das alles verrostet? Was ist denn da los? Kann ich hier langkrabbeln? Nee. Da bin ich dann doch ein bisschen zu groß für. Okay. Wir probieren es mal schnell. Kann ich hiermit irgendwas machen? Nee. Aber entweder hat hier jemand was dran probiert. Oder es ist irgendwie alles weggeflogen. Keine Ahnung. Bei der Explosion. That must be it. A wee hut over on the other side. No far now. Gelange in den Kontrollraum des Generators. Ist der auf der anderen Seite? Was hat er da eben gesagt? Warte mal, da ist ein Lageplan. Okay. Right, where's this generator? So, Generator, da bin ich jetzt. Und, achso, ich muss zum... Wie bin ich denn da jetzt hingekommen? Bin ich jetzt nicht über dem Pumpkontrollraum? Oder meint er sozusagen, ich kann es jetzt mit der Maus nicht zeigen, aber da ist ja in dem rechten Raum auch nochmal so ein kleiner, sowas, was aussieht wie so ein Kontrollraum. Also dass es zwei Kontrollräume gibt, den Pumpenkontrollraum und den Generatorenkontrollraum. Auf jeden Fall ist da ein Telefon. Also muss ich jetzt da irgendwie die Treppe runter? Ups. Oh, sorry.
auf der anderen Seite irgendwie, habe ich so das Gefühl, da geht eine Treppe runter, aber geht da wirklich eine Treppe runter? Weil ich bin doch von da gekommen, oder nicht? Ich habe jetzt gerade überhaupt keine Orientierung mehr. Bin ich von hier gekommen? Aber da war der Lageplan. Und ich muss eigentlich auf die andere Seite und da ist dann eine Treppe. Ist halt die Frage, ob das die Treppe sein soll. Ich denke, ne? Wir nehmen das mal mit. Oh oh. Okay. Da ist auf jeden Fall jemand. Stop making noise, Chris. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich hin muss. Oh, das war jetzt dumm. Hier geht's nicht lang. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Oh, das war jetzt dumm. Wenn ich nur wüsste, wo ich hin muss. Also ich muss ja, glaube ich, so wie ich mich erinnere, theoretisch auf die andere Seite dieses Raums. Aber ich bin ja jetzt von dem Unterschlupf da gekommen. Aber wo muss ich jetzt hin? Habe ich noch was in der Hand zum Werfen? Hä? Irgendwie hat er das wieder fallen gelassen. Beim Krabbeln vielleicht. Ich habe es zwar jetzt nicht fallen gelassen, aktiv. Oh, das war... Das war schlecht. Ich sollte mir vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen dafür. Oh, guck mal, da ist sogar noch ein Hammer und so. Oh, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Wo muss ich lang? Weil es sieht irgendwie nicht so aus, als könnte ich da lang. Fucking failure!
Also hier komme ich nicht weiter. Das ist einfach nur zum Verstecken. Gott, das habe ich gerade gesehen. Den Knopf nicht gefunden. Da ist eine Leiter. Er sucht nicht mehr. Kommt doch hier hoch. Aber ja, was? Wie gehe ich jetzt weiter vor? Da. Sorry, Cars. Ist das der Kontrollraum? Verwaltung. Oh. Stelle die Stromversorgung der Spurinselmodule wieder her. Das ist der Wohnbereich. Das ist Verwaltung, Aufbereitung, Maschinendeck. Ich habe halt keine Ahnung, was man hier zuerst machen soll. Aber wir sollten ja die Generatoren wieder in Gang setzen. Also Maschinendeck, würde ich jetzt mal sagen. Und da ist ja auch, stehen ja auch Nummern drauf, sehe ich gerade. Also 1. Das sieht aus wie eine 2. Könnte aber auch eine 3 sein. Aber das ist schon mal 1. Ich schätze mal, dass das hier die 2 ist. Weil hier ist was abgerissen und es könnte die 2 oder die 3 sein. Aber ich würde mal sagen, das Game ist ganz nett. Deswegen ist das jetzt die 2. Das ist die 3. Und jetzt halt die Frage, was ist 4 und 5? Engineering, Processing, Administration, Wohnbereich, Deck. Kann man da irgendwas erkennen? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Es könnte halt eine 5 sein oder eine 4. Ja, wir probieren es einfach mal. Geil. Ja. For fuck's sake, maybe no jump out at me. Have you no seen a deer? Oh, it's that prick. He's away in mud handling by the sounds of it. Listen, we are in business. We've gone for full power, to batteries, to sitting in the fucking dark. What are you all about? Oh, and getting in a stushy is going to help us, is it?
Just get that generator running. It's out in the floor. The key for it should be in there somewhere. I'll be out here looking for the fall. We'll be looking out for Adair as well, all right? Starte den Generator neu. Also habe ich es jetzt richtig gemacht? Sieht so aus, ne? Weil alle Lampen sind grün. Und jetzt muss ich noch irgendeinen Schlüssel betätigen. Schlüssel nehmen. Da, Schlüssel nehmen. Okay. Gut. Wo ist jetzt das Schloss? Ist das auch hier? Oder ist das woanders? Also es würde ja eigentlich Sinn machen, dass es hier ist, oder? Aber... vielleicht möchte das Spiel auch, dass ich woanders hingehe. Okay. Ich werde jetzt mal probieren, hier lang zu krabbeln. Benutzen. Ach, jetzt macht das. Ich habe eben schon mehrfach gedrückt, aber er hat irgendwie nicht reagiert. Kriechen. So, muss ich jetzt wieder... Okay, da sind Spinde, in denen ich mich theoretisch verstecken kann. Da komme ich nicht runter, es sei denn, ich springe. Wo ist... Es ist halt super dunkel, ne? Wo soll ich denn hier so einen kleinen Schlüssel finden? Ist das da? Da ist auf jeden Fall was Gelbes. Ist das hier? Es könnte sein, ne? Aber wie komme ich da runter? Da ist eine Treppe. Ah, wie komme ich da hoch? Weil da geht's ja nicht lang, würde ich mal so sagen. Ah, hier ist nur verstecken, aber nicht hochklettern. Hier kann ich auch nicht hochklettern. Okay. Fucking thing's locked. So, dann gehen wir jetzt einfach wieder rein. Aber, wieso mache ich das dann auf, wenn es hier nicht lang geht? Wie bin ich denn hier reingekommen eigentlich? Weil die Tür... Das ist nicht genau oben. Wieso ist die Tür jetzt zu? Ich bin doch, glaube ich, durch die Tür rein... Ach nee, ich bin hier durch reingekommen, ne? Okay, wie gehe ich jetzt hier lang? Muss ich doch hier runter? Sorry. Wo ist denn das Monster eigentlich hin? Zündung einschalten. Is that nowhere to dare is? Kaz, he's coming back. You need to move. Get back to Mud Handling and fix that fuse. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich denn lang muss.
Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ah. Oh. Das war jetzt extra. Das war doof. Das war Kaka. Wie kriege ich ihn da von der Treppe weg? Das sieht ja gruselig aus. Ja, es ist auch super gruselig. Ich muss mich hier in der Dunkelheit durch den Raum kämpfen und immer in diesen Schächten Schutz suchen. Und ich kann halt nicht so gut sehen, wo dieses Monster ist, weil ich nicht so gut über mich gucken kann. Und er ist super schnell bei mir und packt mich und dann kann ich wieder von vorne anfangen. Und ich muss diese Treppe da hoch. Und dann irgendwie schnell aus diesem Raum raus. Schönes Oberteil. Dankeschön. Vielen Dank. So, ich versuche ihn jetzt mal abzulenken. Okay. Ich bin ein Stück weiter. Er kann mich riechen.
Ist halt die Frage, wo muss ich jetzt lang? Ich habe irgendwie gedacht, ich muss die Treppe hoch und dann geht's da lang. Muss ich hier lang? Boah, ich habe schon wieder komplett die Orientierung verloren. Also. Solche Spiele stressen mich ja immer. Ja. Also mich ja irgendwie auch. Also bisher war es auch ganz okay. Aber die Stelle hier, die ist jetzt echt. Die ist jetzt echt schwierig. Vor allem, ich habe jetzt hier auch, soweit ich sehen kann, gerade nichts mehr, was ich noch werfen kann. Um ihn abzulenken. Weil wenn ich hier hin muss, ich kann jetzt nicht raus, weil der packt mich. So. Ganz. Vorsichtig. Okay, da ist auch noch ein Hammer. Oh, wenn ich nur wüsste, wo ich lang muss. Schutzrelais zurück. Okay, ich hab's hingekriegt. Wow. Franzi, wie war dein Montag? Bist du noch am Arbeiten so generell oder hast du Urlaub? Lenk mich mal ein bisschen ab, bitte. Ich brauche ein bisschen Ablenkung. Es ist halt echt immer heftig, ne, wenn man solche Spiele spielt und man hört das halt alles so richtig heftig auf den Kopfhörern. Da ist man immer so richtig drin. Das ist halt immer das Heftige daran. Man kann sich dem kaum entziehen, auch wenn man weiß, dass man hier im sicheren Raum sitzt, ganz alleine. Und nicht dieser Bedrohung ausgesetzt ist, der Cass hier ausgesetzt ist. Aber irgendwie hilft das nicht, wenn man das alles hört. Ah, guck mal. Hier waren wir doch vorhin schon mal. Ach, jetzt können wir die wieder nicht mitnehmen, ne? Oh, das war jetzt dumm. Das hat Krach gemacht. Wo geht's lang? Okay, da kann ich mich theoretisch verstecken. Warte mal, ich nehme die nochmal mit. Kannst du die nochmal mitnehmen? Ich glaube. Wo geht's? Ich bin jetzt schon wieder vollkommen lost, ne? Weil das immer so dunkel ist, habe ich immer keine Ahnung, wo es lang geht. Warte mal, hier, Matt-Handling. Mal fallen lassen. Bin ich jetzt hier richtig? Bin ich jetzt im Kreis gegangen? Dadurch, dass das so dunkel ist. Hier komme ich irgendwie nicht rein. Finde ich mich hier echt kaum zurecht. Aber das ist ja gewollt. Das ist ja alles gewollt.
Aber bin ich nicht eben von da gekommen? Ich bin doch eben von da gekommen. Das macht doch keinen Sinn. Wir sind alle freiwillig hier. Ich bin doch eben von da runtergekommen. Hab dann hier die Thermoskanne und die Tasse gefunden. Und bin da dann durchgekrabbelt. Aber das hat ja nichts gebracht. Also muss ich hier runter? Aber die Tür ging nicht auf. Aber wenn ich hier lang krabbele, dann krabbel ich doch einfach nur hier den Schacht lang, ne? Hier habe ich es ja schon probiert. Da geht's nicht lang. Und da sind nur Spinde. Was übersehe ich hier? Da geht's doch nicht durch, oder? Nee. Nee, da kann er nicht. Also manchmal kann er durch solche engen Passagen durchkrabbeln. Aber das kann er jetzt nicht. Kann ich hier noch irgendwas machen am Kasten? Nee. Aber hier kam ich nicht raus. Okay, dann muss ich jetzt hier lang, oder wie? Wenn ich da nicht rauskomme, dann gehe ich hier einen anderen Weg. Okay. Jetzt bin ich hier drin. Und natürlich wieder komplett dunkel. Komplett dunkel. Kann ich hier reinkrabbeln? Bringt mir da was, das was? Das bringt mir auf jeden Fall was, dass ich jetzt einen Hammer habe. Ja, da ist wieder so ein Monster. Wo ist hier zur Hölle eine Fusebox? Oh nee, jetzt hat er wahrscheinlich den Hammer fallen lassen. Ich höre hier irgendwas. Oh. Schutzrelais zurücksetzen. Ich habe keinen Hammer mehr. Oh. Aber ich habe nicht Bredose. Wo gehe ich jetzt zurück? Das ist halt immer so ein richtiges Labyrinth, ne? Ich kann jetzt halt auch nicht gut abschätzen von meiner eigenen Orientierung her, ob ich jetzt schon weiter im Raum durch bin und ob es jetzt Sinn macht, links weiterzugehen oder wieder zurückzugehen. Aber vielleicht werfe ich einfach das Ding dahin.
Hallo Sam. Willkommen, schön, dass du da bist. Ja, wir spielen ein ziemliches Horrorspiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ja, man ist auf einer Laborinsel, wo ein Unfall passiert ist und die haben irgendwas angebohrt. Viele Menschen sind jetzt schon gestorben und irgendwelche komischen... Und die in die Fänge von diesem Monster geraten, die verwandeln sich selber in irgendwelche Monster und jagen die verbliebenen Besatzungsmitglieder. Und der Chef von der Bohrinsel, der Vorarbeiter, ist geflohen. Ist aber auch ums Leben gekommen beim Helikopterabsturz und ist aber auch wieder als Monster zurückgekehrt. Also den habe ich auch schon einmal abgewehrt. Und jetzt muss ich gucken, dass ich dieses Monster ablenke und einen Weg hinaus finde. Oh, Scheiße. Shit. Oh, jetzt habe ich mich festgerannt. Oh nee, jetzt muss ich hier wieder. Jetzt bin ich... Achso, er hat das schon angeschlossen. Durchgehen. Jetzt bin ich irgendwo anders lang gegangen. Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe, aber ich bin irgendwie anders gegangen. Ich hoffe, dass dieser Weg besser ist. Warum war da eine Ente? Ich sterbe, Screen. Warum war da eine Ente im Sterbescreen? Ah, stimmt. Stimmt, da ist eine Ente. Ich weiß nicht genau, da sind ja auch so Gase freigesetzt worden. Ne? Man sieht das auch jetzt am unteren Bildrand. Die sind irgendwelchen Gasen ausgesetzt oder so. Und manchmal, gerade wenn dieses Wesen in die Nähe kommt, dann werden die immer mehr und das babbelt so richtig. Und manchmal, wenn es ihm gesundheitlich richtig, richtig schlecht geht, dann gibt es halt irgendwie so Cutscenes, wo er dann, glaube ich, mal ohnmächtig wird oder so. Und dann spielt er so vergangene Szenen durch mit seiner Frau. Und ich glaube, das sind so Fetzen, so Erinnerungsfetzen, die dann irgendwie nochmal hochkommen. So, weil er hat ja auch Kinder und sowas. Und ist das ein Kinderspielzeug oder sowas? Wäre jetzt so meine Erklärung. Okay, ich glaube, ich bin hier richtiger als vorher. Wie auch immer ich das getan habe. Ich hab's getan. So, greifen, halten. Nee, das muss ich jetzt nicht machen. Oh, ich hätte so gerne einen Lageplan. Weil, muss ich jetzt hier runter? Nee, hier wird es irgendwie lauter. Was das Monster betrifft. Ja, ich probier's mal hier. Geh vorsichtig runter. Und dann... Also so gelbe Dinge im Raum sind halt immer Bereiche, die ich nutzen kann, um irgendwie zu kriechen oder irgendwo drauf zu klettern. Das sind immer Anhaltspunkte. Und hier und da gibt es halt einen Lageplan. Und das ist halt dieses Monster-Ding irgendwas, was die Leute frisst oder in andere Monster verwandelt. So. Wo geht's hier lang? Kann ich das aufmachen? Ich glaube nicht. Geht's hier lang? Werfen? Ich glaube, hier geht's nicht lang, oder? Okay, ich bin dem Zeug zu nahe gekommen.
also ich glaube, er kann hier nicht lang. Shit, ich muss wieder zurück. Okay, er ist wenigstens nicht gestorben. Aber wo muss ich hin? So, einmal wieder ducken. Hier geht's auch nicht lang. Hier sind nur Rohre. Ach Mensch, ich hab gedacht, ich hätte den Weg gefunden. Wieder hoch. Ich hätte halt echt gern einen Lageplan. Oh. Hä? Ich passe hier nicht durch. Aber jetzt kann ich raus. Es war, glaube ich, gerade irgendwie ein Bug oder so, dass ich da nicht raus konnte. Muss ich lang? Ich habe das Gefühl, ich gehe jetzt halt wieder zurück irgendwie. Erstmal hier lang. Da ist er. Kann man den irgendwie... dahin locken? Wieso? Es ist super dunkel, trotz meiner Taschenlampe. Setze das Schutzrelais zurück. Ja, das versuche ich ja. Das versuche ich ja. Der ist einfach zu nah dran gerade. Oh, das ist echt heftig.
glaube, ich hab's geschafft. Ich hab's rechtzeitig durch diesen... durch diesen Bereich geschafft. Aber... ich glaube, ich muss hier lang. Ja, lass alles raus. Lass alles raus. Einschalten. Uh-oh. Oh, nö. Telefon klingelt nicht. Doch, jetzt. Hä? Finley? Kaz? No, it's Brody. I thought it was Finley with the lights coming back on. It worked? Oh, thank Christ. Finley was here, but we get separated. You all right? Aye. The rig is needle. We're starting to sink. You kidding me? Wir sinken, oh scheiße. How long until it goes under? Soon, if we do nothing. Look, I need you to come down to the pontoons. If we engage the tension winches in all four legs, we can buy some time. What's the point? The pontoons, the electricity, they fucking things. It's a fucking nightmare. What are you on about? You survived this long, haven't you? More than can be said for most of the poor bastards on this rig. Christ, Kaz. Somebody up there must like you. That's what Roy keeps telling me. Aye. Well, he's yeah, where's Roy, eigentlich? He'll be used to praying. Yeah, you're no wrong there. I'm no wrong about this either. You're the jammiest bastard on this rig. And we need that right now. So let's do this. Aye. With the yeah. You engage the winches in legs A and B, and I'll do the others. Easy. Easy. Down from engineering. Aye, all right. I'll find my way down. A and B. I'll give you a shout over the tannoy if we're in business. A and B. Pontons. Starte die Zugwinden neu. Kann ich jetzt da raus? Immer noch mal probieren. Okay, runter mit dir, Kaz. Oh, Vorsicht, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Och Mann, der tut mir echt so leid, ne? So schwer wie der atmet, dem geht's echt dreckig. Also was der alles schon mitgemacht hat, ne? Zu den Pontons, okay. Kann ich jetzt ein bisschen ausspannen? Das wäre nicht schlecht. Das war echt heftig. Dann lieber eine Sprungpassage oder so. Finde einen Weg hinunter in der A-Säule. Okay, Feuerlöscher? Ist hier irgendwo ein Feuerlöscher? Den könnte ich vielleicht brauchen. Da ist nochmal eine Tür, die ist wahrscheinlich zu. Warte, jetzt bin ich zu nah dran. Ja, die ist zu. Locked. Dann gehen wir jetzt mal hier runter. Da ist ein Feuerlöscher. Wie schön. Wenigstens das. Daran haben sie nicht gespart, Feuerlöscher. Wobei das ein ziemlich kleiner Feuerlöscher ist, ne? Also für so eine Bohrinsel. Aber besser als nix. Okay. Gar nicht darunter, würde ich sagen. Ernsthaft? Muss ich da rüber? Das ist ein gelbes Rohr. Muss ich da wirklich rüber? Na dann mal los, Kaz. Bubble.
Ich hab grad wie blöde gedrückt, damit er springt, und er ist irgendwie nicht gesprungen. Ich hab, glaube ich, so 5-mal gedrückt oder so. Panikmode. Okay, kommt da irgendwie ein Fahrstuhl oder sowas hoch? Counterweight Control? Ich drück einfach mal. Ich hab keine Ahnung. Ah, okay, ich muss springen. Oh, for fuck's sake! Sorry. Ja, nochmal. Also ich muss da auf jeden Fall drauf springen. Auf das Ding. Wieso klappt's? Hä? Was machst du? Das verstehe jetzt einer. Das macht ihm jetzt gerade Probleme. Das war nur so eine kleine Stufe. Naja. Muss ich jetzt... Warte mal, ich will noch mal gucken, ob hier irgendwas ist. Nee, hier geht's nicht weiter. Okay. Dann hier lang. Das ist der tollpatschigste Mitarbeiter einer Bohrinsel, den es je gegeben hat. Okay, hier kann ich auch runterkraxeln. Theoretisch. Ich muss halt nur gucken, wann ich da hinkomme, ne? Okay, was ist jetzt hier zu machen? Da kann ich nicht runter. Da dran springen. Also das ist zu weit weg, würde ich sagen. Das ist zu weit weg. Habe ich hier irgendwas falsch gemacht? Weil... ich kann ja jetzt hier nicht... Warte mal. Konzentration. Durchsuche die Umgebung. Du kannst es dir einfacher machen. So. Okay, jetzt kann ich hier noch eins weiter springen, ne? Würde ich sagen. Gut. Ich habe schon wieder das Gefühl, ich gehe im Kreis. Muss ich jetzt wieder hoch? Ich habe halt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, ich soll hier dran springen, ne? Weil da ist auch so ein gelber Balken dran. Und dann auf die andere Seite, weil da sind diese Sprossen. Die kenne ich schon von draußen. Ich glaube, ich springe jetzt hier dran. Ja, bitte nicht. Schwingt das jetzt vielleicht noch ein bisschen näher an das Ding da dran? Oder ist das alles, was ich kriege? Ist das alles? Es geht nicht weiter. Es geht nicht weiter. Muss ich nach unten klettern? Aber ich weiß gar nicht, was da... Ich glaube, ich muss nach unten. Ich kann überhaupt nicht sehen, was unten ist. Okay. Da ist nichts. Okay, ich nehme noch eine. Das ist auch, glaube ich, die letzte. Geschafft.
also ich muss ja echt sagen, das ist für mich super stressig, weil ich halt selber Höhenangst habe. Und wenn man das so in der First-Person-Perspektive hat, ist das echt eine Herausforderung. Ich weiß ja nicht, wie es für diejenigen ist, die solche Spiele spielen und mit Höhen kein Problem haben, ob das dann auch so beklemmend ist. Wie für mich. Brody musste dann Lexi. Aber ich find's echt nicht so laut, Cars. Ich find's echt anstrengend. So. Nochmal Counter. Fuck. It's soaking. I need to sort it at the fuse box or it'll keep shorting out. Oh Mann. Wieso begegnen mir eigentlich auf dem Weg zu einer Aufgabe drei weitere? Also ich kann nicht einfach darunter springen. Das habe ich woanders schon mal probiert. Das hat nicht funktioniert. Wo finde ich denn jetzt eine Fusebox? Kannst du da jetzt wieder hoch? Schätzelein? Kannst du... Warte mal, andersrum vielleicht jetzt? Okay. Wo ist die Fusebox hierfür? Ist das die Fusebox? Wie komme ich da hin? Da ist noch mal vielleicht ein Balken. Oh, ich finde es gerade super schwierig, das abzuschätzen, wo ich gerade hin muss. Okay. Kannst du noch weiter? Okay, er kann auch gar nicht weiter. Ja, wo soll ich denn jetzt hin? Ich bin mir nicht sicher, ob ich da hinspringen kann. Das sieht nicht so aus. Hier kann ich aber auch nicht hin. Leute, wo soll ich denn jetzt hier hin? Was will er denn von mir? Weil von hier komme ich ja. Oh, was hat er jetzt gemacht? Von hier komme ich ja. Ich kann doch da nicht draufspringen. Das ist auch zu weit. Und jetzt kann er auch wieder, jetzt kann er nicht höher. Wollt ihr mich verarschen? Ich kann mich auch nicht weiter umdrehen als das. Ich kann also auch nicht dieses pendelnde Ding irgendwie anvisieren. Und da komme ich definitiv nicht hoch. Also wieder runter. Also hier kann ich drauf, weil da war ich ja eben schon. Da kann ich doch nicht drauf springen. Und hier unten war ich ja. Mensch. Wo geht's denn jetzt hier lang? Weil das hier war ja eigentlich nur die Düse, die ich geschlossen habe. Also es macht ja jetzt nicht wirklich Sinn, die wieder aufzumachen. Ich kann es tun, aber ich weiß nicht, was das bringen soll. Einmal rösten. Ja, keine Ahnung. Jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Habe ich doch da unten irgendwas übersehen, dass ich doch da runter muss?
Aber ja, von ich komme da ja nicht lang. Oder muss ich hier drauf? Muss ich ernsthaft hier drauf? Ich muss hier drauf. Okay. Dann machen wir das. Ist hier noch ein Feuerlöscher? Irgendwie nicht. Die Taschenlampe an? Jetzt ist sie an. Aber hier geht es jedenfalls nicht lang. Also ich muss schon hier lang. Ich muss halt nur aufpassen, dass er auf jeden Fall gerade bleibt. Okay. Kannst du dich abcrutchen und dann hier so ein bisschen? Kannst du... Okay, ich glaube, da geht's nicht lang. Also ich glaube, ich kann da ein Stück weit auf diesen Rohren balancieren und dann muss ich aber irgendwas anderes machen anscheinend. Weil ich habe gedacht, ich kann über die Reling rüber da. Nicht Reling, aber halt über dieses Geländer. Aber entweder war ich zu dumm und habe es nicht hingekriegt. Oder man kann da nicht lang und man muss wirklich, ich glaube, ich muss wirklich hier weiter lang. Oh, Heilige. Heilige. Oh, wieso stehst du auf? Christ, don't fucking break now. Ja, bitte nicht. Kann ich von hier aus da dran? Nee, ich glaube, ich muss von hier aus, ne? Ja. Oh Gott. So, jetzt aber. So, einmal auswechseln. Und neu starten. Counterweights are fucking gold. So. Jetzt wieder zurück. Ich hätte die Augen nicht zumachen sollen. Ich wollte das nicht sehen. Aber ich hätte greifen sollen. Muss ich das jetzt nochmal machen? Ach, er hat nicht gespeichert. Okay. Ja, ich krieg das hin. Das wird. Ich brauche halt nur wieder länger, so wie immer. Das ist aber auch... Christ, don't fucking break now. Das ist aber auch echt fies, weil sobald er aufsteht und die Position verändert, dann verändert sich automatisch auch die Position der Maus, also dieses kleinen Punktes, der da ist. Und dann bewegt er sich auch eher in die Richtung. Also da muss man da echt gegensteuern. Sonst schmiert man ab. Okay. Hilft das, wenn ich mich hier crutche? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, er steht dann wieder auf, ne? Da ist so ein Druck dahinter, ne?
also da ist so ein Drang an den Abgrund in der Steuerung. Das ist echt heftig. So. Schätzchen. Jetzt probier's nochmal. Okay. Das hat jetzt irgendwie nichts gebracht. Geht's noch weiter runter? Okay. Nein! Wo bin ich jetzt? Okay. Bin ich jetzt trotzdem richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gedacht, ich muss weiter oben lang. Aber jetzt bin ich hier. Das gefällt mir nicht. Entweder war ich hier schon mal oder das ist ein neuer Bereich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt macht doch nicht so einen Krach. Aber wenn ich hier gegen Anfang des Spiels auch schon mal war, dann kommt da gleich das Monster wieder. Hey Dingo, du bist wieder da. Schalte die erste Zugwinde wieder ein. Ja, das kommt mir hier bekannt vor mit diesem Blau, mit diesem Grün und Rot. Wie sieht eine Zugwinde aus? Ich denke, ich werde es erkennen und da ist auch irgendwas. Dingo, was macht dein Kopf? Hast du ein bisschen geschlafen? Okay. Anschauen. Safety Pin Remove hier. Authorized Personal Only. Ja, ich bin, ich weiß, was ich tue. Okay, back to the winch controls. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Statement. I've done the first cable. You need to do the same in leg B through the pontoon. Right. See you on the other side, Kaz. Hope so, pal. Fucking hope so. Gelange von den Pontons zur B-Säule. Hier ist halt immer noch kein Lageplan, ne? Ich hab keine Ahnung, wo ich lang muss. Aber ich schätze mal durchs Wasser. Weil das ist ja alles schon, das sinkt ja schon. Also ich denke, der Wasserstand ist hier nicht normal. Aber ich muss hier durch. Da ist irgendwas. Low Headroom. Ja, schön. Oh Gott. Taucht der jetzt? Was greife ich hier? Was muss ich hier greifen? Ich... Oh Gott! Ich werde wieder sterben. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Und was ich hier greifen sollte, weiß ich auch nicht. Aber da kommt eine Leiter. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Fuck! Many more bodies out there. Jesus. Das haben wir gut gemacht. Das haben wir echt gut gemacht. Ey, der friert sich doch jetzt wieder einen Arsch ab. Bei diesem eisigen Wasser da in, vor der schottischen, englischen Küste. So.
Zu den Pontons stand da, glaube ich, gerade. Das ist ziemlich schnell weggegangen. Hallo? Christ, creepy as fuck, Danny. Creepy as fuck, aber er ruft einfach mal komplett rein. Obwohl er doch weiß, dass diese Monster auf Geräusche reagieren. Einfach mal reinrufen, ne? Passt schon. Nix gelernt. Also ich denke mal, ich muss hier rein, weil was anderes sehe ich hier jetzt nicht. Einfach mal. Gott, how did they even get there? Wo muss ich hin? Ach so, ich glaube, das ist gerade aufgegangen, oder? Kann das sein, das tropft? Oh, dieses Spiel. Okay. Was patscht da so? Sind das meine Füße? Nee, ich bin eigentlich noch nicht im Wasser. Das wird. Wir kommen hier raus. Da gurgelt was. No. Oh Christ. Fuck, fuck, fuck. Halte unter Wasser gedrückt und dann lange gedrückt für einen Unterwasserspurt. Reifen. Okay. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh nee, er schafft's nicht. Er hängt fest. Scheiße. Spiel, wieso machst du das mit mir? Wieso? Danger. Explosive Hazard? No smoking. Ja, ich habe gerade andere Probleme. Hätte ich Zigaretten, dann wären die komplett durchgeweicht. Das wirkt jetzt nicht ganz vertrauenserweckend. Umschauen. Ah, Christ, poor guy. Oh, da ist einer drin. Ist das Wasser? Kommt da Wasser raus? Nee. Muss ich das aufmachen? Kann ich das aufmachen? Nein. Okay. Weiter geht's. Ich glaube, ich muss hier hin, ne? Debris Screen Control. Da ist ein Lageplan? Nee, kein Lageplan. Beira D, Ponton, Sump Bleach. Danger to Life. Okay. Er meinte ja irgendwas mit Tank B, ne? Ach, keine Ahnung. Lässt das Wasser ab?
Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Jesus. Right. Here we go. Right. Okay. Ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich rein. Und da werden wir ganz schön mitgerissen mit der Strömung. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Greif, 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 greif. Und hoch mit dir. Ja, jetzt ist ihm kalt. Jetzt ist ihm richtig kalt. Oh nein. Jetzt kann ich diesen Push gerade nicht machen. Er muss jetzt da ganz langsam ran. Oder? Hallo? Kann ich das bedienen? Leute, was soll das? Okay, was ist hier Sache? Zerebrale Anoxie. Ertrinke im Inneren der Bohrinsel. Okay, es hat mir auf jeden Fall ein Achievement eingebracht. Auf diese Art und Weise zu sterben. Ist doch auch nicht schlecht. Oh, jetzt kann ich das hier alles nochmal machen. Warte mal. Ach, jetzt habe ich wieder überhaupt keine Orientierung. Wo muss ich jetzt hin? Wo hat er mich denn jetzt hier wieder rausgeschmissen? Ich gehe jetzt hier einmal rum. Ich glaube, hier bin ich lang, ne? Und dann ist das alles kaputt gegangen. Ja. Kann ich hier irgendwie schneller? Ich glaube, ich muss hier einfach schneller hin, ne? Wieso hat er das jetzt nicht geöffnet? Es war eben nur für eine Sekunde available. Okay, ich muss also irgendwie schneller machen, weil jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Jetzt ertrinke ich nochmal. Da sind überall Gitter. Da muss irgendwo ein Durchschlupf sein. Ich habe aber... Ups, was ist jetzt passiert? Ich habe aber keine Ahnung, wo der sein soll. Kann ich mir das irgendwie hier mal angucken? Guck mal, hier ist überall dicht. Außer da. Aber da krabbel ich ja hoch, aber da komme ich irgendwie... Ich kann halt nicht auf die Plattform. Das ist mein Problem irgendwie. Ich komme nicht auf die Plattform. Ich komme hier nur drumherum irgendwie. Und dann säuft er mir halt ab. Ja, ich bin gerade echt so ein bisschen überfragt. Vielleicht wegen des Wasserdrucks. Das kann natürlich sein, dass man wegen des Wasserdrucks die Tür nicht öffnen kann. Aber oder es ist bei ihm schon so, dass kannst du da hochspringen? Oh, er ist oben. Warte, kannst du da hochspringen? Muss ich das vielleicht machen? Kannst du das greifen? Nee, er kann es nicht greifen. Hä? What the fuck? Nee, jetzt bin ich doch hier wieder an der Decke. Warte, was ist denn hier? Da passe ich doch nicht durch. Ach, scheiße. Wenn ich doch nur wüsste, wo ich lang muss.
Nee, da geht's auch nicht lang. Oh. Also ich finde das gerade richtig schwierig. Also vielleicht dahin. Aber da bin ich ja eben auch nicht weitergekommen. Lauf, 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 lauf. Kannst du die öffnen? Jetzt geht's wieder nicht mehr. Scheiße. Ach, wenn ich doch nur wüsste, ob ich sie öffnen kann, wenn ich nur schnell genug da bin. Nee, ich komm hier nicht raus. Es ist halt auch einfach fucking dunkel, ne? Komm schon. Kommst du hoch? Oh, what the fuck? Shit, that was close. Ich weiß halt echt nicht, wie ich das mache. Ich hab, das war jetzt vollkommen planlos, ne? Also ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt hingekriegt habe, aber ich bin froh, dass ich es hingekriegt habe. Weil ich habe irgendwie gedacht, ich muss woanders hin. Aber ich finde sowas, das machen die alles extra. Ich finde das so verwirrend. Aber so soll es ja auch sein, ne? Weil man einfach die Verwirrung spüren muss auf dieser Bohrinsel, dass man einfach nicht weiß, wo lang, und alles ist anders. Das sind ja auch Bereiche. Das sind ja auch Bereiche, in denen er nie gearbeitet hat. Also, wie soll er sich da auskennen? Also die Taschenlampe? Die bringt ja jetzt gerade nicht so viel. Muss ich da rüber? Komm, Cass. Mach schnell. Hä? Was? Ach, no way through. Och, Junge. Wieso tust du mir das an? Und jetzt? Das kommt halt auch noch obendrauf dazu, ne? Dass es hier einfach viel zu dunkel ist. Und ich einfach nicht sehen kann, wo ich lang muss. Oh. Das ist das Licht, was ich habe. Kann ich hier durch? Der passt doch da niemals durch. Da unten? Oh mein Gott. Kannst du bitte greifen? Greifen und sprinten. Hä? Nee, das macht er nicht. Er sprintet nicht. Hä? Jetzt kann er sprinten. Ich verstehe das. Okay, er ist wieder. Diese Quicktime-Events, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch mache, aber irgendwie kommen die nicht zur richtigen Zeit. Oh, Licht. Licht. Ich kann halt auch nicht schneller schwimmen als das. Das ist halt auch noch so die Sache. Boah. Greifen. Aber er kann nicht. Ich verstehe es nicht. Hallo? Ich greife doch. Jetzt. Nee, jetzt läuft er wieder ab. Christ. Fucking oil. Oh.
Was habe ich denn jetzt hier überhaupt gemacht? Bin ich hier überhaupt... Bin ich jetzt auf der anderen Seite? Ich finde das komplett verwirrend, weil es sieht genauso aus wie das, wo ich eben war. Aber ich müsste doch jetzt eigentlich auf der anderen Seite sein, oder? Irgendwas würde das Sinn machen. Bereich verlassen. Okay, er speichert auf jeden Fall. Sieht halt alles so gleich aus. Okay, ich bin woanders. Ich bin woanders. Weil hier ist dieses komische Monsterviech. Hallo? Cass ist aber auch unverbesserlich, ne? Der ruft immer Hallo und ich denke mir so, sei doch ruhig. Is that you? Oh, oh. Go away. I need Mary. Oh, Christ. Oh, man. Was ist das? Go and fetch Mary. Can you? You can hear me, can't you? You understand me? Fucking Jesus. I'm sorry. I can't help you. I'm sorry. Okay, so. Das war jetzt ein neues Quicktime-Event. Öffnen? Schließen? Kannst du das bitte zumachen? Okay, ich muss es nur einmal kurz berühren anscheinend. So, was ist denn so im Chat los? Nats begibt sich Richtung Bett. Eine wundervolle Nacht. Käse. Und Hannah ist Pecorino? Oh, das habe ich verpasst. Oh ja, stimmt, da oben. Ja, Pecorino und Graf Görz. Dann, schlaf gut, Nats. Ich hoffe, du bist jetzt nicht zu aufgewühlt von deinem Stream und von meinem Stream. Und du kannst getrost schlafen und dich ausruhen. Und vielen, vielen lieben Dank nochmal für den Raid. Das war wirklich sehr, sehr schön. Ja, und ich probiere nochmal so ein bisschen mich hier weiter. Aber so langsam müsste ich auch mal Schluss machen, ne? Mal gucken. Ich weiß halt echt nicht, wie lange dieses Spiel noch geht. Es wäre halt doof, wenn es dann nur noch so 5 Minuten sind oder so. Aber so langsam bin ich echt durch. Ich bin genauso durch wie Cars. Oh, jetzt kommt auch noch Ölleck dazu. Eieieiei. Ey, das fliegt doch hier alles gleich in die Luft. Okay, mit W balancieren. Okay, there it is. Get this fucking over with. Ja, bitte. Get this fucking done. Oh. Schatzi? Greifen und dann bitte ziehen. Danke. Kletter die Säule hoch. Danke für die Hilfe. Wo klettert die B-Säule rauf? Wo ist denn eigentlich die fucking B-Säule?
Ich habe hier nie irgendwie... Es ist einfach viel zu dunkel, um zu erkennen, wo hier irgendwie eine Säule ist. Bin ich in dieser Säule drin? Wie muss ich das verstehen? Ich habe keine Ahnung. Weil da drüben ging es ja jetzt nicht weiter, ne? Hier ist doch alles kaputt. Ich will halt nichts verpassen, aber ich meine... Hier brennt, hier ist nur Geröllzeug. Da komme ich, soweit ich sehen kann, auch nicht rüber. Englischer Käse. Ja, ich habe unterschiedliche Käsesorten. Oder muss ich da durch? Ich habe unterschiedliche Käsesorten gesammelt. Da ist holländischer Käse, französischer Käse, italienischer Käse, spanischer Käse und auch englischer Käse. Das war, was ich gefunden habe. Oh, muss ich da wirklich durchs Öl? Wenn ich jetzt ins Feuer laufe, ne? Viel Spaß. Hoch oder runter? Ah. Okay. Das ist irgendwie ein bisschen unheimlich, wie da so einfach die Tür aufgeht, ne? Kann man die auch wieder zumachen? Nee. Ja, Pizzakäse. Na, da freut sich der Alex. Pizzakäse. Will ich da wirklich hoch? Bist du glücklich, dass du zu 73% aus Pizzakäse bestehst, Alex? Ja, schick ist es. Aber auch ganz schön gefährlich. Besser als 15, oh ja. Das allemal. Und einmal Mozzarella und zurück. Oh, Cheshire und Mozzarella gemischt, das wird interessant. Hast du den schon mal gegessen, den Cheshire-Käse? Oder ist das eigentlich Cheshire oder ist es Cheshire? Weißt du, also so diese englischen Ausdrücke, man spricht sie ja so aus, wie man es liest, wenn man es nicht weiß, aber vielleicht ist es auch einfach nur Cheshire? Weil es gibt ja auch diese Worcestershire-Soße, aber die wird ja so nicht ausgesprochen. Die wird ja Worcestershire-Soße oder so ausgesprochen. Oh, Englisch lernen, britisches Englisch mit Spade. Nee, lass mal. Nee, lass mal. Weil es ist ja auch die Cheshire Cat, aber wird die auch so geschrieben? Cheshire Cat? Ach, lassen wir das. Man weiß nie, wie man es ausspricht. Nee. Wohnbereich. Ja, freaking cold. Jesus. Ja, hast du hier irgendwo eine... Manchmal ist hier eine Heizung. Lass uns mal eine Heizung finden. Heizung, Heizung, Heizung. Wohnbereich. Erste-Hilfe-Kasten. Da ist keine Heizung. Kannst du die zumachen? Heizung? Telefon? Was haben wir hier? Anschauen? Die Schleppnetzfischer. Oh, das ist das ein Gedicht? Aus dem Band 12 Gedichte von der Küste von Craig Henry Campbell. Jenseits der Eis... Der Eissturmvogelschwärme stehen pechschwarze Klippen eng an eng und trotzen der eisigen Gischt. Von hier aus ziehen die gelben Lichter der Trawler ewige Kreise, bis sie verglühen.
Durch die bleischwere Stille der Winternacht hallt nur das leise Klagelied der Wellen. Die alte Beira hat die Pinne fest im Griff. Ätzendes Holz und geschundenes Metall unter ihren Füßen zeugen von zahlreichen Schlachten gegen die Fluten. Die Morgenwache blickt auf das Meer, wo Seeschwalben in den Himmel stieben und ihre Schützlinge unter dicken grauen Decken schlummern, die nach Heimat duften. Wir vermissen unsere Liebsten nicht, auch wenn Wellen gegen den Bug hämmern, während wir schlafen und Väterchen Frost wollgraue Wolken zu tosenden Stürmen rafft. Die stille Tiefe hält uns im Blick, doch wir blicken unerschrocken zurück. Okay. Ich hoffe, das gibt ihm ein bisschen Mut. Da ist die Heizung. Ja, geil. Hätte ich die mal eher gefunden, ha? Einschalten. So, mach's dir gemütlich. Oh ja, bitte. Hallo, Anna. Thank Christ. I better check on Roy. How are you doing, Anna? Wie geht's dir, Anna? Ein bisschen Deutsch kannst du ja auch, ne? Das verstehst du auf jeden Fall. Wie geht's dir, Anna? Was machst du gerade? Google sagt, dass du recht hast. Tschüss. Okay, dann Google. Wobei Google ist auch nicht immer recht, richtig, ne? Aber ja. Ich hau mich auch mal ins Bettchen. Gute Nacht, ihr Süßen. Ja, Hanna, vielen lieben Dank, dass du noch so lange da warst und hier den Mod gemacht hast. Vielen, vielen lieben Dank. Und schlaf gut. Schlaf schön, träum was Schönes. Und werd weiterhin auf jeden Fall gesund, ne? Ja. Und wir hören uns. Mach's gut. So. Gehen wir mal weiter. Warte. Du brauchst nicht mehr gebückt gehen. Kann man jemanden anrufen? Roy, dankeschön, Hannah. Fuck's sake. Oh gosh, mate, thank the Lord. I've been worried sick. I'm sorry, pal, I've been out of the shop since I last seen you. Roy, gibt's noch. What happened with the chopper? That cunt tried to go without us, but well, didn't it work out well for him or the bird? Bloody hell, Cass. Is anyone alive? Aye, I saw Finley. We had to get the Jennies on. And Brody as well, helping with the tension. Jennies. Do you know what? I'm a fucking rig expert. Mach die, Hannah. Told you to take no time. Yeah, I'm glad you've not been alone out there. Those two are all right. I saw O'Connor. He's one of the things, but... I thought... Oh, fuck, I don't know what I thought, but... Whatever it is folk are being turned into, there's something of them still in there. What's going on? Roy? It's all right. Give me a shot, I'll be right, it's rain. Do you need me to come and get you? Oh, no, I can do it. Show this rig out. And the way to get us home. See you, girls. All right? Hi. You're a good lad, Kaz. That's why Suze loves you. She does, you know. She really loves you. Kaz? Hi. Sorry, I have to go, Roy. Will you make it to the cabins all right? Yeah, I'm on my way now. You, be on yours. I'm praying for you, mate. Remember, Jesus loves you, Kaz. Everyone else thinks you're a cunt. Huh. All right, well. Afters. Untersuche die Fackel. Also man muss halt wissen, Roy ist der Koch auf der Bohrinsel und der hat Diabetes und versucht schon die ganze Zeit an seine Spritze zu kommen, hat es aber bisher nicht geschafft und eigentlich wollten wir das machen, sind aber einfach nicht hingekommen. Also wir haben es ihm angeboten, er wollte es aber selber machen, aber er hat es, so wie ich das deute, nicht geschafft und ich weiß nicht, ob er sich gerade von uns verabschiedet hat damit. Geht jetzt das Telefon nochmal? Nochmal Telefon. Das ist jemand anders. Hallo? Hallo? Anyone there? Ah, really? Oh, Sus. Listen, I don't have long. I left away my mum. I had to get to... She's hurting me. I'm going off my head. Sus! Is that you? Oh, Jesus!
this once, trying to give me a kick in and all. Gonna be a wee boxer, eh? Aye, you wish. I wish I could see you. Das ist irgendwie eine Halluzination. Well, I feel like an elephant. Chris, what is this? Sus! Das war ja er und sie bei einem Gespräch. Also ich glaube, das war nicht echt. Das war irgendwie die Gase oder so. Also wo sollte ich jetzt hin? Untersuche die Fackel. Okay. Wie komme ich da hin? Okay. Oh, dieses Zeug ist echt überall auf dieser Bohrinsel. Shit, that's oil dripping and everything. One spark and fuck. Yay. Hinauf zur Fackel. Ich hoffe, ich werde nicht gleich zur Fackel hier. Mit dem ganzen Öl, in dem ich mich bewege. Roof Access? Ist halt die Frage, ne? Ob ich hier unten weitergehen soll oder hoch? Ich glaube, ich muss hoch. Was ist hier noch so? Anschauen? Ah, okay. Ja, da ist was geplatzt. Aber rein... dahin kann ich jetzt nicht. Ich kann sie mir nur angucken. Oh, eine Tür. Aber ich kann sie nicht öffnen. Gut. Lange hinauf zur Fackel. Dann gehen wir doch mal hier lang, würde ich sagen. Und irgendjemand ist da oben und schreit. Die menschliche Fackel, Flame on. Better than you by the looks of it. Did you see any others? You mean anyone alive? Well, I spoke to Roy. He's no doing great without his insulin. Yeah. And I've no idea where Finley is now. I spoke to her a few minutes ago. She's stuck until she gets past Rennick. Or what used to be Rennick. Feels like everybody's deed are worse. I don't know about your side of the pontoons, but where I was, the oil tanks have burst, and I think there's a gas leak. I mean, I'm looking for a fucking bright side here. Well, let's cross that bridge when we come to it, all right? Right now, we have to deal with the stack. That noise! Yeah. Okay, all right, the stack. Okay, das ist der so schreit. Kind of thinking the flare shouldn't be looking like that. No, the main feed's ruptured. It's burning out. It could get worse. And if it does, it could spread to the derrick and cause an explosion. Right, so we're fucked. Again. Not if we switch the flare onto the auxiliary gas pipe. If you go over to the processing quad, I can... What? Have you seen it out there? Oh, aye, it's quite nice in here, you know. Maybe we should swap. You can't work the controls, Kaz. Otherwise, I, of course, I'd go myself. Christ. All right. All right, what am I doing? You need to get there and find the diverter valve, main to the auxiliary. It's on the middle floor, flare side.
I'll ignite the stack from here. Right. If I can't do it, then you'll need this. Jesus. I'll be on the tannoy if you need any help. Good luck, Kaz. Great. Reite das Gas der Fackel um. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht, aber ich glaube, ich mache für heute einfach mal Schluss. Und dann müssen wir beim nächsten Mal einfach mal schauen, wie viel Spiel noch da ist. Weil ich glaube, ich möchte jetzt auch noch mal irgendwo hin raiden mit euch. Und ich glaube, das ist besser, wenn wir das jetzt machen. Und dann beim nächsten Mal frisch weitermachen. Und dann überlege ich mir, was wir vielleicht spielen, wenn wir es schneller durchkriegen oder so. Damit wir ein bisschen was zu tun haben. So, vielen, vielen Dank an die ganzen Raider und alle, die sonst da sind im Lurk und so. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass ihr alle da wart und mich hier unterstützt habt. Und ja, also ich mag das Game wirklich sehr, aber es ist auch echt herausfordernd. Und ja, aber ich bin zuversichtlich, dass ich das beim nächsten Mal fertig kriege. Und jetzt können wir uns alle mal ein bisschen entspannen und gehen zur Orbitalkartoffel rüber. Ja, habt eine gute Nacht, eine gute Woche und wir sehen uns, hören uns mit Sicherheit in dem ein oder anderen Chat wieder. Ja, also ich gehe jetzt mal zu dem Endscreen und dann bin ich raus. Einen wohlverdienten Feierabend. Und wenn ihr Bock habt mitzuraden, tut das bitte. Wenn ihr nicht mehr könnt, dann ist das auch total willkommen. Ja, macht's gut, ihr Süßen, ihr Lieben. Und wir sehen uns bald wieder.